Sam, Soul and Mind, der Podcast. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Sam, Soul and Mind. Mein Gesprächspartner heute, bekannt schon bei vielen unserer Zuhörern, Helmer Rudolph. Bekannt aber auch, mein Lieber, über das Master Key System, mit dem du ja lang gearbeitet hast, und der beste Punkt Coach. Richtig? Schön. Ja, wobei der Punkt ist natürlich das Wichtigste. Das Wichtigste. Schön, dass wir wieder beieinander sind. Wir haben ganz kurz gerade ein Vorgespräch geführt. Wir haben uns ja schon einige Wochen sind es jetzt fast, ne? Nicht richtig gehört und auch keinen Podcast gehabt. Und da kam die Frage auf, was können wir jetzt wirklich Tolles für unsere Zuhörer in die Welt geben, dass sie ein paar Impulse mitnehmen, Eindrücke für sich eben, die sie in ihr Alltagsleben integrieren können oder was zum drüber nachdenken haben, um für sich selber was rauszuziehen. Genau, und wir haben dabei in die Sprachkiste gegriffen. Ja, das hat mir gefallen. Also es gibt hier heute gar keinen roten Faden und auch nichts aus irgendeinem deiner Bücher, sondern du hast drei Wunschworte mir genannt und ich habe drei Wunschworte genannt und mit denen fangen wir einfach mal an. Möchtest du starten oder soll ich loslegen? Ich weiß nicht, welche Absicht dahinter steckt, aber das kannst du mir dann ja gleich mitteilen. Da war es schon, eins deiner Worte. Also. Oha. Oha, du hast die Absicht steht hier an Stelle 2 deiner Wortliste. Ich würde super gerne das Thema Wertschätzung ins Feld bringen. Denn ich glaube, in Zeiten wie diesen, wir sehen ja immer noch eine Menge Wirrwarr, ob es über die Medien ist, ob es auch tatsächlich in Städten, in Gemeinden, also unter den Menschen physisch zu beobachten, ist ja durch gegensätzliche Meinung auch eine Menge durcheinander oder auch eben in dieser wunderbaren Telegram-Blase, möchte ich mal fast sagen. Also im World Wide Web ist ja auch einiges durcheinander und die Menschen denunzieren sich gegenseitig oder berichtigen sich oder wie auch immer. Das Thema Wertschätzung hat da für mich ja gute Energien, die mal überall nötig wären. Was sagst du dazu? Ja, aus den weltweiten Wirrungen kommen wir zu der weltweiten Wertschätzung. Wertschätzung. Ja. Sagt das Wort ja schon. Es ist ein Schätzen von Werten. Und eine Schätzung hat ja was mit Schatz zu tun. Das hat ja mit einer gewissen Verborgenheit zu tun und mit einem gewissen Wert. Also im Prinzip fast doppelt gemoppelt, ne? Weil ein Schatz, der nichts wert ist, ist eigentlich auch kein Schatz. Mhm. Hat sicherlich auch was mit einer gewissen Seltenheit zu tun. Denn wie Onkel Charles im Master Key System so schön sagte, na, das, was jeder hat und jeder kennt und jeder weiß oder so, das ist eben nichts wert. Das werden viele, die das hören, wissen, wenn sie auf ihren Lohnzettel gucken. Ja, da geht es schon los, genau. Da geht es schon los. Was wird gewertschätzt? Wie werde ich gewertschätzt? Wie schätze ich mich wert? Welche Schätze liegen in mir verborgen, die ich zu bewerten weiß? Oha. Das finde ich ja grundsätzlich immer der Ansatzpunkt ist, wie gehe ich mit mir selber um? Dafür musst du aber erstmal wissen, wer du bist. Und darüber haben wir uns ja schon in der Vergangenheit ausreichend unterhalten, aber viele wissen es halt immer noch nicht. Und wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du auch nicht, welche Schätze in dir liegen, verborgen liegen oder darauf warten, eben in Anspruch genommen zu werden. Mhm. In Anspruchnahme war übrigens dein Wort Nummer 1. Also jetzt hast du schon zwei Worte reingebracht, die Absicht und die Inanspruchnahme. Aber lass uns bei dem Ich Bin bleiben. Vielleicht magst du noch mal ausführen. Wiederholungen sind ja wichtig. Also es ist nicht schlecht, wenn unsere Zuhörer noch mal eine Wiederholung kriegen zu der ja Fragen aller Fragen, die jeder für sich beantworten muss. Wer bin ich denn eigentlich? Tja, darauf gibt es keine Patentantwort. Du bist das Ich Bin. Oder wie Franz Hartmann, der alte Hermetiker, sagte, das Wort ist der Name Gottes, finde ich, ist eine super geile Aussage. Das Wort ist der Name Gottes. Mhm. Das, was sozusagen die Bezeichnung des Göttlichen ist, das, was dir letzten Endes aus dem Mund entfleucht. Und da ist der
bauen wir eine schöne Brücke zum Wort Wertschätzung. Und ich bin, weil, und überhaupt zur Sprache generell, weil wir oft achtlos mit der Sprache umgehen. Und da gehen wir einen Schritt zurück, wir gehen achtlos mit unseren Gedanken um. Und wir gehen achtlos mit unseren Gedanken um, weil wir nicht wissen, wer wir sind. Wüssten wir, wer wir sind und wie wir funktionieren, wären wir achtsamer mit der Sprache. Wären wir auch achtsamer mit anderen, insbesondere denen, die uns vielleicht nicht wohlgesonnen sind oder zu denen wir eine gewisse Unsympathie empfinden. Mhm. Denn wir sind ja die Wahrnehmenden und dementsprechend gehört uns auch das, was wir wahrnehmen oder für wahrnehmen, sollte man vielleicht eher sagen, was wir für wahrnehmen und was uns nicht gefällt. Das ist ja nur ein anderer Teil von uns. Mhm. So, und gefällt mir als Idee gut, um da auch nochmal vielleicht die Brücke zu bauen, zu sagen, das, was ich dann ja eben an mir selbst nicht leiden mag, was mich im Außen triggert und ich dann mit einem Finger zeig oder mit einer schlechten Bewertung nach außen gebe, wäre als erstes im Inneren zu betrachten und zu heilen. Richtig? Ja, weil es passiert ja letzten Endes nur was. Sagen wir es mal so, die meisten Menschen kennen von sich selbst nur die Person. Sie kennen nicht das Individuum. Sie kennen nicht sich selbst. Sie kennen nur das, wozu sie durch Religion, durch Erziehung, Sozialisierung etc. geworden sind. Was ihnen ohne ihr bewusstes Zutun aufgeprägt wurde. Und Person im Griechischen kommt ja, das heißt ja Maske. Das heißt die Maske, die sie tragen. Das sind aber nicht sie selbst. Und das ist das größte Problem. Aber das ist eben auch, das, oder es ist auch deshalb das größte Problem, nicht nur für sich selbst, sondern auch für den Zustand, in dem sich die Menschheit jetzt gerade befindet. Es laufen zu viele Masken rum und zu wenige Individuen. Mhm. Aber an seine Individualität kommt man eben nur dann ran, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, wenn man herausfindet, wer man wirklich ist, wie man geprägt worden ist, was die eigenen Qualitäten sind, was die eigenen Schwächen sind, die Herausforderungen sind. Und das Ganze, ich möchte mal sagen, in Anführungsstrichen geschwungenen, eckigen und runden Klammern, esoterische Geschwafel von lern dich besser kennen, Gesetz der Anziehung, du bist, was du denkst, ne, und so weiter und so fort. Wie komme ich darauf? Und du siehst, wie wir von einem Wort zu einem sehr viel größeren Konstrukt, also sehr viel weiteren Konstrukt zu einem sehr viel weiteren weiten, du weißt, was ich meine, Konstrukt kommen. Ja. Wo eins zum anderen geführt hat über die Jahre, über die Jahrzehnte und wo wir jetzt als Endprodukt herausgeflutscht sind und uns jetzt vielleicht fragen, warum ist das so, wie es ist? Und so wie du sagst, dann mit dem Finger auf andere zeigen, der ist böse, der sagt, ich muss eine Maske tragen, der sagt, ich muss das machen, der sagt, ich darf das nicht mehr machen. Das wäre alles nicht passiert, wenn man vorher eingegriffen hätte, individuell als auch kollektiv. Ganz kurz noch zu dem Finger zeigt, das finde ich eigentlich immer ein schönes Beispiel auch. Wenn ich mit einem Finger auf jemanden zeige, zeigen dann ja wie viele Finger auf mich? 3. Nur mal als kleines Gedankenspiel noch dabei. Ja, das kennen wir ja. Aber es ist halt immer einfacher, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, weil man sich dann aus der Verantwortung stiehlt. Und es ist ja auch, das hatten wir im Vorgespräch auch, es ist immer einfacher, irgendwo in der Masse unterzutauchen, mitzulaufen, anstatt anzuführen. Mhm. Die Masse führt ja nie selbst, sie wird ja geführt. Und die Masse wird oft verführt. Und die Masse ist auch leicht zu verführen, weil die Masse eben nicht aus denkenden Einheiten besteht, sondern aus mitmachenden Einheiten. Weil denken hieße ja Dinge hinterfragen, analysieren, in die Tiefe gehen. Und dazu sind die wenigsten bereit. Und deshalb bleibt ihnen nur das Mitlaufen übrig, letzten Endes. Mhm. Oder das komplette Apathische kontrolliert und bestimmt werden. Mhm. So, wir wollen aber nicht zu sehr da reingehen. Wir wollen einfach, ich denke mal, da konstatieren, dass es an jedem von uns liegt, sich A, mit der deutschen Sprache
vertraut zu machen, auch da in die Tiefe zu gehen, denn die deutsche Sprache, und wir haben uns da ja schöne Worte ausgesucht, ich würde erstmal beginnen mit dem Wort Wertschätzung. Die deutsche Sprache ist sehr, sehr stark, sehr, sehr ausdrucksstark. Ausdrucksstärke, sehr viel Ausdrucksstärke als zum Beispiel Englisch. Soll ich mal eine Brücke bauen zu einem deiner Worte? Zu einer Wertschätzung? Nö, brauchst du nicht, weil das ist ja letzten Endes die mangelnde Wertschätzung, die man sich selbst, die man seiner Kultur, seiner Sprache, seinem Befassen mit sich selbst, seinem Ursprung, seinen Potenzialen etc. gegenüberbringt und der man oder und wo man stattdessen sich mit oberflächlichen, unwichtigen, belanglosen, nicht nutzlosen Dingen befasst. Jetzt finde ich den finde ich das Ende meines Satzes nicht. Aber zeigt sich ja sozusagen dadurch. Ne? Das ist alles muss schnell sein, es muss sofort befriedigt werden können und bloß nicht groß nachdenken, bloß nicht in die Stille gehen, bloß keine Skelette aus dem Schrank rausholen, bloß nicht mit der Vergangenheit beschäftigen, bloß nicht sich auf einen längeren, auch mit Hürden behafteten Weg begeben, der einen ja vielleicht ermächtigen könnte und der vielleicht individuell und kollektiv dazu führen könnte, dass sowas, wie es jetzt in Deutschland passiert, nie wieder passiert. Denn das, was jetzt passiert, dafür gibt es festgelegte, feste Ursachen. Dafür gibt es Gründe. Und die wissen wir alle, die sich damit ein bisschen mehr befasst haben. Genau, und das ist jedem Einzelnen von uns eigentlich geschenkt, dass wir aus Wertschätzung zu uns selbst die Inanspruchnahme unserer Stimme und unserer Meinung und Eigeninitiative in das Kollektiv einbringen könnten. Wir müssen nicht der Masse hinterherrennen. Aber bevor wir zum zweiten oder meinem zweiten Wort kommen, ich möchte das Wort Absicht noch davor stellen, denn Absicht ist ein schönes Wort. Was ist meine Absicht? Was sehe ich ab? Welches Bild habe ich, was ich mir zu eigen mache? Das ist eine Absicht. Also ab ist ja von etwas weg und Sicht ist ja, hat ja was mit einem Bild zu tun. Nicht notwendigerweise einem gemalten Bild, aber einem geistigen Bild. Irgendwer was in meinem Geiste sozusagen mir bildhaft vorkommt. Das ist meine Absicht. Und geleitet von der Absicht stellt sich die Frage, was nehme ich in Anspruch? Auch ein geiles deutsches Wort. Inanspruchnahme. Was spreche ich an? Das heißt, ich habe mir ein Bild geschaffen, ich habe die Absicht deklariert, vielleicht der ideale Zustand. Diese Absicht habe ich. Und dann, was nehme ich in Anspruch? Und da geht es ja eben schon so auf diese eine Ebene runter. Was spreche ich an? Womit befasse ich mich? Wohin lenke ich meine Energie, ne? So ist es. In welchem Bereich schaffe ich Bewusstsein? Eins meiner Lieblingsworte. Herrlich. Köstlich. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, entschuldige. Also ja. Ja, und von der Inanspruchnahme kommen wir im Prinzip zum dritten Wort und das ist die Vorstellungskraft, die Kraft, sich etwas vorzustellen. Und dementsprechend das, was man beabsichtigt und in Anspruch nimmt, dass man das eben mit mehr Details versieht, dass dieses Bild umfangreicher wird. Und da kommt ja dein Wort, dein vorhin erwähntes Wort, nämlich Wiederholung mit ins Spiel. Das heißt, was hole ich wieder? Was hole ich wieder und wieder und wieder? Und das hatten wir ja auch schon mal in einem der vergangenen Podcasts, wo wir erklärt haben, dass Verwirklichung keine Funktion des Verstandes ist, sondern eine Funktion oder eine Aufgabe eigentlich eher ist des Unterbewusstseins. Und dass das Unterbewusstsein von Wiederholung lebt, wollte ich jetzt hinzubringen. Ja, aber. Richtig, ist schön, das ist gut. Es lebt von Wiederholung, es liebt Wiederholung, weil diese Wiederholung ist ja die Ordnung und Struktur, die das Unterbewusstsein braucht, um über die Neuroplastizität, kein deutsches Wort, im Prinzip die Beweglichkeit deiner Gehirnsynapsen,
die Anpassbarkeit deiner synaptischen Verbindungen, dir im Prinzip eine neue Realität schafft. Komm, bring ein Beispiel, bring ein bildhaftes Beispiel von einer Frau X und die eben eine Absicht hat, die Inanspruchnahme und mit der Vorstellungskraft arbeitet, sodass man das vielleicht dann auch als kleine Übung für sich selber zu Hause als Zuhörer machen kann. Naja, das Thema Gesundheit ist ja seitens unserer Regierung in den letzten anderthalb Jahren nicht wirklich angesprochen worden. Wichtig geworden. Ist ja nicht wichtig geworden, sondern es geht ja alles nur noch über so eine schwachsinnige Spritze. Und nicht nur eine, sondern zwei und die auch noch jedes Jahr. Aber das wäre jetzt ein politisches Thema, kein gesundheitliches Thema. Gesundheit. Ist meine Absicht ist, gesund zu sein. Das sehe ich ab. Und jetzt frage ich mich eben, wie sieht das aus? Weil ich habe hier eine Sicht, wie sieht denn Gesundheit aus? Wie sehe ich denn aus, wenn ich gesund bin? Was für einen Körper habe ich? Wie ernähre ich mich? Wie betätige ich mich körperlich? Was nehme ich auf? Wie verarbeite ich es? Wie reinige ich mich? Wie flexibel bin ich? Also beweglich auf Deutsch. Wie kräftig bin ich und wie ausdauernd bin ich? Ja, und da hast du einen Überbegriff, Gesundheit, erstmal jetzt mal so rein körperlich, auf der körperlichen Ebene. Und dann wird das Ganze schon wieder ein bisschen genauer, weil Gesundheit eben nur so ein Oberbegriff ist und Gesundheit selbst viele Facetten hat. Wie sieht meine mentale Gesundheit aus? Bin ich in der Lage zu denken? Kann ich analysieren? Bin ich in der Lage, die schöpferische Kraft des Gedankens umzusetzen? Welche geistige Hygiene pflege ich? Worauf fokussiere ich meinen Geist? Was gebe ich raus? Welche Worte spreche ich? Welche Worte denke ich erstmal und sie dann zu sprechen? Woran beteilige ich mich? Wo nehme ich mich zurück? Was schenke ich in die Welt? Wollte ich jetzt nur noch mal so ein bisschen mitgeben. Das ist schön, aber mit dem, was ich gerade gesagt habe und mit dem, was du gerade gesagt hast, haben wir 99% der Hörer schon verloren. Ist einfach so. Und das hatten wir auch im Vorgespräch, klingt jetzt ein bisschen negativ, aber die Masse ist die Masse und die Masse wird geleitet, weil sie träge ist, weil sie eben zu dieser Gedankentiefe nicht durchdringt, weil sie sich nicht die Mühe macht, ihr Bewusstsein dahingehend, ich möchte mal sagen, zu trainieren, zu schulen, dass sie sich mit dieser Vielfalt dieser Aspekte unter dem Oberbegriff Gesundheit, den wir ja gerade gewählt haben, sich damit beschäftigt. Und diese Sprache erlernt in gewisser Hinsicht, weil das ist ja alles eine Sprache. Ich sage ja mal 3 Worte Französisch lassen dich ein Bier bestellen und 3000 Worte Französisch lassen dich flüssig in der französischen Kultur umherbewegen. Mhm. So, und die Frage ist, wie viel Gesundheit sprichst du? Wie viel Wohlstand sprichst du? Wie viel Liebe sprichst du? Hey, das war mein drittes Wort. Ja, da kommen wir ja noch hin. Nehmen wir uns Zeit, uns von dem Rest der Welt oder von der Welt im Außen oder der äußeren Welt abzukapseln und unsere Welt im Inneren, die Welt der Visionen, der Ideale, der Verlangen, so schön und prächtig und umfangreich und bewusst wie möglich zu machen. Nehmen wir uns diese Zeit. Wie viel Zeit nimmt sich Frau X, die sich Gesundheit wünscht, um überhaupt Gesundheit zu erschaffen? Geistig und physisch. Ja, emotional auch, also die animalische, animierte, die seelische Seite dazwischen. So, ist eine fremde Sprache. Ist eine Fremdsprache. Wurde uns ja so nicht beigebracht. Gesundheit ist das, was nachher besteht, wenn diese ganzen Unterelemente, ich möchte mal sagen, abgehakt sind, wenn man dafür Bewusstsein geschaffen hat, wenn man sich, und jetzt wird es interessant, wenn es selbstverständlich geworden ist, wenn man sich ausreichend damit befasst hat, so sehr damit befasst hat, diese Sachen so oft wieder, in Klammern geholt hat. Ja? Dass man sich darüber keine Gedanken mehr macht, sondern dass es selbstverständlich ist, dass man sich
ich sage es jetzt mal, vegetarisch ernährt, dass man nach einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr isst, dass man bestimmte Sachen, von denen man weiß, dass sie toxisch sind, weglässt, dass man sich reinigt, dass man zusieht, dass man den Körper beweglich hält, auf welche Art und Weise auch immer. Auch da gibt es ja viele Möglichkeiten. Dass man zusieht, dass der Muskeltonus vorhanden ist, weil Muskeln sind ja unheimlich wichtig für die Verdauung, wichtig für die Stützung des Skelettsystems, wichtig für die Blutzufuhr zum Herzen zum Beispiel, Armmuskulatur. Und dass man eben auch ausdauernd ist, dass man nicht gleich zusammenklappt, wenn man mal 500 Meter joggt oder so. Geschweige denn von 5 Kilometern. So, und all das braucht natürlich Zeit. Und da darf sich eben jeder fragen, was schätze ich mehr wert? Irgendwo Telegram-Gruppen zu lesen, weil das von dir die Steilvorlage war, sich irgendwo über irgendwelche YouTube-Videos zu echauffieren, wo wieder irgendein Dreck beschlossen wurde von der Regierung? Oder arbeite ich an meiner eigenen Stärkung? Versuche ich, mich aus der Masse zu entziehen und zu meinem eigenen Führer zu werden? Und wenn jeder das von uns das tut, kommen die, die jetzt an der Macht sind, nicht mehr an die Macht und sind daher nicht mehr in der Lage, das durchzusetzen, was sie jetzt mit Leichtigkeit durchsetzen. Weil sie nämlich auf eine gelähmte, weil machtlose, ahnungslose, weil ungebildete Masse treffen. Ja. Die im Prinzip nur auf ihren nächsten Mallorca-Urlaub aus ist. Ich weiß, das klingt ein bisschen hart, aber wenn wir der Realität nicht ins Auge sehen, wie hier geschaffen wurde, wie hier Millionen von Menschen quasi wie Vieh behandelt werden, wie die mit Leichtigkeit manipuliert werden, wenn wir da nicht begreifen, wie das möglich ist und dass es natürlich entstehen muss, wenn die Masse negativ und empfänglich ist, dann muss es ja einen Pol geben, der irgendwo positiv ist und der den Impuls setzt. Und ungünstigerweise haben wir jetzt einen Pol getroffen, der positiv ist, also nicht im Sinne von gut ist, sondern der einfach die Impulse setzt und der ziemlich widerwärtige Impulse setzt. Mhm. Nun sind wir abgerückt von Vorstellungskraft. Nö, gar nicht, weil das hat alles was damit zu tun. Ich finde es traurig, dass es da, aber die, ich kann es verstehen, wir haben uns darüber auch unterhalten, die Menschen leben im Außen, sie sind sinnesgesteuert, durch die Sinne wahrnehmende Wesen. Und sie lassen sich dadurch eben verleiten, irreführen. Ja. Ja? Sie geben dem, was sie sehen und hören, schmecken, riechen, tasten können, geben sie mehr Bedeutung und Wichtigkeit als das, was im Inneren ist. Und sie verstehen nicht, dass das Innere das Äußere schafft. Und dass man eben, auch wenn man mit dem Äußeren nicht zufrieden ist, im Inneren was Neues schaffen kann, weil nirgendwo steht geschrieben, was man denken muss, hatten wir ja auch schon mal. Mhm. Um da wieder zu unserem Ausgangspunkt zurückzukommen, die eigene Wertschätzung, was schätze ich wirklich wert? Und dafür muss ich mir Zeit nehmen, dafür muss ich mich mal abkapseln von dem Trubel der äußeren Welt. Und mal in mich gehen. Und eben auch mal gucken, was hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin? Warum finde ich mich in so einer Situation wieder? Und da muss ich mir die Frage stellen, finden sich alle Menschen in derselben Situation wieder? Und die Antwort lautet nein. Andere sind woanders, andere machen was anderes. Andere haben andere Entscheidungen getroffen, die sie in eine Situation manövriert haben, mit der sie zufrieden sind. Nur weil man selber irgendwo am Rad dreht, kein Geld hat und von der Regierung gegängelt wird, heißt das nicht, dass alle so sind, dass das allen so ergangen ist oder geht. Und in jedem Augenblick und in jedem Moment kann ja jeder auch für sich neue Punkte setzen, eine neue Entscheidung treffen, einen anderen Weg einschlagen. Richtig. Aber dafür musst du erstmal wirklich erkennen, was mit dir gerade gemacht wird, was da gerade mit dir gespielt wird. Bloß wenn du dich als Opfer siehst und wieder mit dem Finger auf andere zeigst, so nach dem Motto, die müssen was anderes machen, ja, da kannst du lange warten, bis die was anderes machen. Die haben sich geoutet. Die outen sich seit 1,5 Jahren. Deutlicher geht's nicht mehr. Mhm. So, die Frage ist jetzt, was macht jeder Einzelne von uns, um dem entgegenzuwirken? Um einen Gegenpol zu schaffen.
damit wir wieder in ein harmonisches, freudiges, liebevolles, verständnisvolles Miteinander finden. Respektvolles. Ich würde gerne mein zweites Wort bringen. Respekt. Ja, zerpflück das mal. Respekt. Re ist zurück. Respekt. Spektrum würde ich. Ja. Ja, das ist eine Spektrum, aber von eine Widerspiegelung in gewisser Hinsicht ist. Mhm. Wir können ja, ich muss mal gucken, ich google das mal. Ich muss mal gucken, was da. Google ist das falsche Wort, ich DuckDuckGo das mal. Das geflügelte Wort ist jetzt DuckDuckGo. Von lateinisch Respectio, Rückschau, Einschätzung, Betrachtung im Sinne von Beurteilung. Über französisch Respekt, Hochachtung, bezeichnet eine Form der Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Ehrerbietung gegenüber einem anderen Lebewesen oder einer Institution. Mhm. Ist doch geil. Ist ein Megawort. Ne? Rückschau. Einschätzung. Aber dafür, um rückzuschauen, musst du erstmal anhalten und begreifen, dass hinten im Rücken sozusagen was passiert ist. Denn wenn du einfach nur quasi mitschwimmst, wie ein Stück Holz, was auf dem Fluss quasi von der Flut mitgerissen wird, dann hast du keine Möglichkeit, Rückschau zu halten. Mhm. Das Wort Hochachtung ist mir gerade im Geist geblieben von deinem... Schönes Wort, ne? Herrlich. Etwas hochachten. Da haben wir aber auch das Wort Betrachtung oder eine Einschätzung. Ich meine, das ist ja alles Respekt, Einschätzung, Betrachtung. Im Sinne von Beurteilung. Mhm. Und dazu überhaupt in der Lage zu sein, ich sage ja, dieses Innehalten, dieses nach innen gucken, das ist den meisten Leuten komplett fremd, weil sie im Prinzip wie Frettchen, da musst du nur auf den Knopf drücken und dann zack, reagieren sie gleich und dann verlieren sie die Fassung im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und sind im Außen. Mhm, genau. Und anstatt mal die Klappe zu halten und mal nach innen zu gehen und mal zu gucken, hey, was ist hier, was spielt sich hier eigentlich ab? Und statt einer Beurteilung, die für kommt mich... Die Verurteilung. Genau, kommt die Verurteilung. Die Beurteilung, ja. Die für mich etwas Neutrales auch hat oder dann eben etwas Wertschätzendes oder eben auf Augenhöhe, nicht verurteilend, kommt aber genau das Verurteilende. Naja, aber das ist auch deswegen, weil man sich von dem anderen über die Sinneswahrnehmung, von dem anderen, der jetzt einem das C-Ding zum Beispiel angetan hat, auch ein schönes deutsches Wort, dass man den sozusagen getrennt voneinander sieht, anstatt zu erkennen, dass das ein noch ungelöster Aspekt ist. Mhm. Und da mögen die Leute gleich wieder reflexartig reagieren, wie das Frettchen halt, und dann sagen, ja, ich bin doch kein Schwan, ich will doch nicht, dass die Leute geimpft werden, ich bin doch genau dagegen. Richtig, aber du hast es durch deine Trägheit, durch deine Dummheit, durch deine Unaufmerksamkeit, hast du nicht individuell, haben wir kollektiv dazu beigetragen, dass ich das jetzt so ausspielen konnte. Dass solche Leute wie Merkel, Spahn in solche Positionen kamen, dass sie eben nicht vom Volk wieder abgesetzt wurden, auf welche Art und Weise auch immer. Genau, und das ist die hohe Perspektive, ja, wenn wir es auf die Regierung machen und wenn wir dann eben wieder tiefer schauen, dann ob es in den Städten, in den Gemeinden sind, dann geht es genau da so runter. Es ist immer von uns raus, dann ins Kollektiv und gemeinsam erschaffen oder eben in irgendwelche Kanäle zu schauen, wo wird mitgebrüllt, blindlings gefolgt. Ich sage ja oft genug auch meinen Zuhörern, die dürfen auch einfach wegschalten. Jeder kann für sich selbst seinen Weg in Anspruch nehmen. Mhm. So, und seine Vorstellungskraft, die Kraft, sich etwas vorzustellen, einsetzen, um sich eben mittels einer neuen Absicht neue geistige Bilder von dem zu schaffen, was sie gerne hätten. Aber auch darüber haben wir uns mal unterhalten, dass die Leute eigentlich wissen, was sie nicht haben wollen, weil sie das täglich im Außen sehen. Aber fragst du sie einfach mal, wie willst du es eigentlich haben? Dann gucken sie dich mit ganz großen Kulleraugen an und kommt nichts aus dem Mund, weil sie davon kein Konzept haben, weil sie darüber nicht nach, auch ein schönes deutsches Wort, nachgedacht haben, weil sie sich damit nicht befasst haben.
Und deshalb können sie das auch nicht verbalisieren, was sie eigentlich möchten. Sie haben ihre Neuroplastizität eben nicht angewandt, um sich neue synaptische Verbindungen im Gehirn zu schaffen. Und das klingt alles negativ, aber auf der anderen Seite ist ja das Positive. Wir haben ja die Möglichkeit, genau das zu tun. Mhm. Geimpft oder ungeimpft. Keiner nimmt uns diese Möglichkeit, mal nachzudenken, mal in die Stille zu gehen, das Ganze mal anders als Lothar Wieler, solange man sich an diesen Namen noch erinnert, zu hinterfragen, eben nicht zu hinterfragen, sondern wirklich zu hinterfragen und das große Ganze mal zu erkennen. Und warum tun wir das nicht? Da kommen wir lustigerweise zu den Karten, zu den Sacred Symbols, weil wir die Manifestation der Werte in den Mittelpunkt gestellt haben und nicht mit Wissen im Dienst stehen. Wir haben den Fokus auf uns selbst gelegt. Wie kann ich mich selbst bereichern? Neues Auto, neues iPhone, Eigenheim. Wie kann ich, Geiz ist geil, hier irgendwo weniger zahlen? Wie kriege ich irgendwas noch billiger? Wie kann ich meinen Mitmenschen vielleicht irgendwie übervorteilen? Ich pauschalisiere jetzt natürlich oder verallgemeinere. Und eigentlich sollten wir uns gegenseitig mit Wissen bereichern, sodass unser Potenzial, genau. Unser Sprachvermögen, unser Lebenswortschatz sich erweitert und wir dann durch ein erweitertes Urteilsvermögen einfach intelligentere Entscheidungen treffen können. Für uns selbst, für unsere Mitmenschen, aber natürlich auch als Gemeinschaft und auch als Nation. Ich wollte gerne noch mal einbringen, du hast jetzt eben da Auto und iPhone und so weiter. Kommen wir trotzdem gibt es ja auch die Menschen, Familie ernähren, die halt schon so gefangen wurden im System, wirklich ja das Sklaventum dann schon angenommen haben, wo ein Impfen ja oder nein, Jobverlust dadurch oder nicht. Das sind dann in dem Augenblick Existenzentscheidungen, ja, die als riesengroße Prüfung gespielt oder getriggert sind. Und wo es wirklich für mich gesehen, um den ultimativen Wert geht, den man sich dann am Ende selber gibt. Also die Antwort wäre für mich klar oder ist für mich klar. Ja, ich habe ja genauso mit dem, was ich dort draußen auf dem Spielfeld sehe, zu leben und zu agieren und Entscheidungen zu treffen. Aber für den Menschen, der eben dann auch sehr getriggert ist in seiner Existenzangst, will ich nur einmal, ich sage jetzt mal ein gutes Wort einlegen oder sagen, ja, ich sehe diese Fälle auch, ich kann das verstehen, aber dennoch muss es einem am Ende so viel wert sein, sein eigenes Leben, dass man die richtige Entscheidung trifft. Ich denke, du weißt und die Zuhörer wissen auch, was ich meine. Naja, es darf auch da eben sich gefragt werden, warum man sich in dieser Situation wiederfindet und warum man auf diese jetzt angebliche Existenzbedrohung so reagiert. Warum es überhaupt zu einer Existenzbedrohung gekommen ist, es geht ja nicht allen so. Und dann, warum man so reagiert. Und ob das jetzt eine Stärkereaktion ist, sollte man sich vielleicht primär fragen, oder eine Schwächereaktion, ob das eine Ohnmachtsreaktion ist, nach dem Motto, oh mein Gott, was soll ich machen? Im Prinzip, ich habe keine Lösungsansätze, ich habe keine Möglichkeit, da rauszukommen. Oder zu sagen, okay, da passiert gerade was. Das gibt mir eine Möglichkeit zu wachsen, mich zu entwickeln und vielleicht auch zu verhindern, dass so eine Situation wieder entsteht. Mhm. Weil es kann ja auf eine andere Art und Weise erneut kommen, dass genau. Ich mich in meiner Existenz bedroht sehe. Okay, das heißt also auch hier wieder ehrlich zu sich selbst sein. Mhm. Richtig. Und dann gucken, was hat in der Vergangenheit, welche Entscheidungen von mir oder Nicht-Entscheidungen haben dazu geführt, dass ich mich jetzt in dieser Situation wiederfinde. Und das muss ja noch nicht meine Existenzbedrohung sein. Das kann ja auch eine Partnerschaft sein, die unerfüllt ist. Mhm. Ich habe gerade mit einer Freundin, einer virtuellen Freundin in Australien gesprochen. Die hat ein Kind. Die würde am liebsten aus Australien raus. Sie sagt, Australien ist ein Gefängnis. Aber die kann nicht raus, weil der Vater des Kindes, mit dem sie nicht mehr zusammenlebt, eben auch in Australien ist. Und die haben 50-50 Sorgerecht. So, das heißt, die kann sich die Kleinen oder den Kleinen, ich weiß, welches Geschlecht das Kind hat, nehmen und sagen, ich gehe jetzt mal aus dem Land raus.
Also auch da wurden Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit, die jetzt dazu geführt haben, dass sie jetzt quasi an das Land gebunden ist. Mhm. Ja. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Aber diese Möglichkeiten, da kommen wir ganz zum Anfang zurück, diese Möglichkeiten müssen wir uns erstmal vorstellen können. Die können wir uns jetzt nicht vorstellen, weil wir uns damit noch nicht befasst haben. Aber es hält uns ja niemand davon ab, uns damit zu befassen. Es hält uns ja niemand ab, unser Vokabular in dieser Sprache ein bisschen zu erweitern. Unser Bewusstsein zu erweitern entsprechend. Kommen Richtig. Wir zu meinem letzten Wort. Liebe. Was willst du denn damit? Ich würde sagen, das ist das Universalheilmittel. Das Tonikum. Und das gibt es in so vielen verschiedenen Gestalten. Gestalten ist irgendwie, nee, das Wort gefällt mir nicht so richtig. Varianten. In so vielen verschiedenen Facetten. Facetten, ja, Facetten ist aber super. Kein deutsches Wort. Auch kein deutsches Wort, aber Facetten finde ich trotzdem toll. Und ist für mich das Allheilmittel, wenn man es dann mal ja verstanden hat. Also das Thema Selbstliebe, Wertschätzung, da sind wir wieder. Das Thema Handreichen, Liebe für die, die vermeintlich die Bösen sind. Da kann man schon eine Menge mit reparieren. Ja klar, aber bedingt natürlich auch eine gewisse innere Stärke. Wenn die natürlich nicht vorhanden ist, dann ist das auch nichts, mit dem anderen die Hand reichen. Weil dann siehst du ihn als Feind, dann muss er bekämpft werden. Ich habe da auch nicht die Patentantwort. Vielleicht muss eine gewisse drastische Form von Handlung erstmal stattfinden, bevor man wieder in die Liebe kommen kann. Vielleicht muss man der anderen Seite aufzeigen, dass sie so nicht weitermachen kann. Dass man das einfach nicht mehr hinnimmt, nicht mehr toleriert. Vielleicht muss das auf eine Art und Weise geschehen, die unmissverständlich ist. Ich habe manchmal dass die andere Seite erkennt, dass sie es hier mit einem Gegenüber zu tun hat, mit dem nicht zu spaßen ist, den man nicht einfach nicht weiter rumschubsen kann. Weil diese Gegenseite, dieser Gegenpol eine innere Kraft entwickelt hat und sich organisiert hat und somit zu einem wahren Gegenüber geworden ist, anstatt weiterhin ein blind gehorsamer Spielball zu sein oder ein Opfer. Mhm. Liebe kann ja auch mal streng sein, im Sinne von bei Kindern in der Kindererziehung setzt man ja auch mal eine Grenze. Ne? Also es geht ja nicht immer das noch haben, wollen das noch haben. Da irgendwann sagt man ja auch mal so, hier ist jetzt mal Schluss. Schluss. Ja. Und trotzdem ist ja die Liebe beständig zum Kind beispielsweise. Naja, das ist die Grenzen, die aufgezeigt werden und aufgezeigt werden müssen, sind ja nicht böse an sich, sondern sie sind ja im Prinzip ein Ausdruck der Liebe, denn die Grenzenlosigkeit ist ja, wenn du das astrologisch siehst, ist ja was Jupiterianisches. Mhm. Ja, das dehnt sich aus und das ist überschwänglich. So, das kann aber in beide Richtungen überschwänglich sein. Aber und das, was überschwänglich wird, hat eben oder läuft die Gefahr, extrem zu werden. Und alles, was extrem wird, wird lebenswidrig. Mhm. Und dementsprechend müssen die Grenzen gezogen werden, um diesen ganzen Apparat davor zu bewahren, lebenswidrig zu werden. Und das, was jetzt gerade geschieht auf politischer Ebene, ist lebenswidrig. Und deshalb müssen diesem System Grenzen aufgezeigt werden. Denn sie selbst haben das nicht erkannt oder vielleicht wollen sie es auch nicht erkennen. Das ist natürlich auch möglich. Ist eher wahrscheinlich, würde ich sagen. Ich war da eben mit meiner Vorstellungskraft eher bei diesem Bild der zerrütteten Gruppierung, der vielleicht auch meinungsverschiedenen Nachbarn, der Dispute, die auch in Schulen sind etc., dass ich manchmal das Gefühl habe, das ist wie, wenn ich mich geistig darüber erhebe, und das meine ich nicht aus dem Ego raus, sondern einfach mal Erdlerperspektive einnehme,
wie quasi ein Film, ein Spielfeld hier, ein Spiel abläuft. Und wo im Grunde mit einem Fingerschnipp könnte man sagen, so, jetzt ist Film zu Ende, jetzt nehmt euch mal alle in den Arm. Und ich aus meinem Wesen heraus habe bei ganz vielen, wo es vielleicht heißt, oh, der ist nicht gut und der ist nicht gut, das Gefühl, ich könnte, wenn der Schnipp wäre, ich könnte umarmen. Also ich trage kein Groll, keine Wut in mir. Weißt du, ich sehe auch die Menschen, von denen du sagst, ja, das ist diese gelähmte Masse und die müssen denken und die rennen da nur hinterher. Da habe ich dann auch immer so ein Gefühl so, ach komm, alle zusammen in den Arm nehmen, alle miteinander. Kannst du mir da folgen? Ja. So, das hast du ausgeschaltet vor lauter Schreck. Nö. Nö, ich kann dir da folgen. Ein Aspekt des Seins, dass du sagst, ich nehme euch alle in den Arm, denn letzten Endes, also das ist ja, es hat ja wieder zwei Seiten. Es ist ja einmal diese liebevolle und vergebende und verständnisvolle Energie, die du zum Ausdruck bringst. Und auf der anderen Seite, wie du gerade eben auch sagtest, du brauchst eine gewisse Strenge, du brauchst eine gewisse Ordnung und eine gewisse Struktur. Bei der Liebe ist es nach dem Motto, auch wenn du im Prinzip völlig verkackt hast, unfähig bist zu denken, ohnmächtig bist, verängstigt bist, ja, habe ich dich trotzdem lieb und ich kann dich verstehen, einfach weil ich von einer höheren Perspektive komme und dir sozusagen einfach dich inkludiere, dich mit einschließe, anstatt dass ich dich ausgrenze aufgrund deiner Unfähigkeit, Dummheit, Lethargie oder deines Materialismus. Und auf der anderen Seite, und diese Seite muss es eben auch geben, weil es ist ja so ein sowohl als auch, auf der anderen Seite müssen gewisse Ordnungs- und Regelstrukturen geschaffen werden. Ansonsten kann nichts von Dauer. Ja, unbedingt. Ich bin da auch bei dir. Also nochmal, das heißt nicht, dass ich nicht in der Lage wäre, auch für mich bestimmte Regeln, Gesetze und Grenzen aufzustellen für mein Sein, ja, für mich in diesem Spiel. Dennoch, wenn ich dann diese höhere Perspektive nehme und mir eben diesen Schnipp vorstelle, dann muss ich nicht auf das Spielfeld zurückkehren und denke, oh, ich muss mein Schwert rausholen, sondern dann ist es eher diese andere Energie, die bei mir vorherrscht. Ja? Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Und das würde ich mir, oder das ist auch der Wunsch, den ich die letzten Monate auch auf diesen Weg mitgenommen habe, dass wir am Ende alle zusammen ein großes Fest feiern als Menschenfamilie. Ja, was natürlich voraussetzt, dass die anderen da mitmachen möchten. Ich denke aber, sie haben durch die vergangenen Wochen und Monate und vielleicht auch schon Jahre gezeigt, dass sie gar nicht diese Absicht haben, dass sie eine ganz andere Absicht haben. Und da ist es eben die Frage, ob es da nicht erst einmal angebracht ist, das Schwert rauszuholen. Ja, du missverstehst. Ich meine die Menschenfamilie, die jetzt vielleicht den Weg der Verwirrung und dieses jetzt langsam Aufwachens oder Verstehens oder so miteinander geht. Für mich ist ganz klar, dass die Repressalien oder ausführende Organe, die jetzt da wirklich derart auf Menschen einwirken, da muss dann schon auch eine strenge Linie gezogen werden. Und da gibt es sicherlich in der Menschenfamilie andere, die dafür dann auch zuständig sind und den entsprechenden Handlungsbedarf vollführen. Ja, das ist nicht meine Aufgabe und nicht meine Position. Ich wollte dir nur dieses Gefühl erklären, der Liebe, die ich da meine. Und bin ich voll bei dir. Da bin ich vollkommen bei dir. So war das gemeint, ja. Na, jetzt haben wir ordentlich philosophiert. Wollen wir es mit den Liebe haben schön bewenden? Wir haben eine Absicht deklariert. Wir haben uns selbst wertgeschätzt. Wir haben das Wort wertgeschätzt. Wir haben Gott einen Namen gegeben. Ja, und wir haben es mit der Liebe beendet, oder? Das haben wir in der Tat. Sehr schön. Mein Lieber, es war mir ein Fest. Und ich sende ein Lächeln an die Zuhörer und du hast das letzte Wort. Amen. Tschüss. Sam, Soul and Mind. Der Podcast.